Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin's wieder. Okay, das Spiel laggt gerade etwas. Okay, jetzt geht's. Wie ihr vielleicht unscheinbar erkennt, führe ich meinen Dialog von vorhin nicht fort. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich darf alles nochmal spielen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich darf alles wirklich nochmal von vorne spielen. Entschuldigung, ich muss gerade ein paar Sachen wegklicken. So. Noch einmal kurz. Ja, ich darf alles nochmal von vorne spielen. Geil, oder? Nicht wirklich. Es liegt daran, ich habe, da mein Mikro kaputt war, einfach einmal gar keinen Ton aufgenommen. Und ich meine, wer will ein Let's Play haben, was ohne Ton ist? Das ist scheiße. Neu besprechen kann ich das nicht, weil dann ist das Feeling einfach nicht mehr da. Geil, oder? Ah, scheiße. Ab jetzt ist es deswegen auch leider kein Blind Run mehr. Aber ich kann am Ende nochmal sagen, wie viele Parts ich gebraucht habe, um diesen Blind Run dann zu Ende zu führen. Ja. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Das ist ein Problem. Deswegen werde ich jetzt einmal nachgucken müssen. Ach ja, ach, doch nicht. Ich dachte, ich wollte jetzt irgendwas sagen. Es kann sein, dass ich ab und zu mal abgelenkt sein werde, weil ich nebenbei eigentlich auf das Essen, was ich mir machen wollte, Acht geben muss. Also seid mir bitte nicht zu böse deswegen. Und wieder hoch. So. Nun, ich habe halt gar keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Ich werde jetzt einfach mal irgendwie wahllos in der Gegend herumkurven. Und hoch. Ja, Metroid Zero habe ich jetzt mit Fusion habe ich jetzt mittlerweile du auch durch. Das muss ich nur noch hochladen, aber ich will erstmal Zero Mission vollständig hochladen, bevor ich jetzt wieder mich irgendwie mit dazwischen verheddere und sowas alles. Okay, und wir sehen ein Intro mit Spermien, die jetzt zu einer Eizelle fliegen. Sieht wirklich aus wie Spermien, wenn ich ehrlich bin. Nein, sie fliegen zu diesem riesigen Gargoyle da, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe. Ich werde ihn gleich sagen, wenn wir in seiner Ebene da sind. Okay, und wir kommen in Brinster wieder an. Und die Wand ist eingefallen. Hart, aber so ist es nun mal. So, ich habe gerade einmal den Ton wieder angestellt. Der war nämlich aus. So, es geht weiter. Ups, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und wo geht es als nächstes hin? Du Schausu. Genau, diese Vögel heißen Schausu oder Schausu, irgendwie so. Wir müssen nach Norfair. Und von Norfair aus in den unsichtbaren Bereich, der dort liegt. Alles wieder komplett aufgeladen. Super! Und weiter geht's. Okay, ich finde es übrigens auch sehr schade, dass es kein Blind Run jetzt mehr ist. Echt, ich habe mich innerlich richtig darüber aufgeregt, weil ich hätte das jetzt so gerne blind durchgespielt. Es hat mir im Endeffekt auch ziemlich viel Spaß gemacht, blind. Jetzt entfrier dich, los. So, frier dir ein und du stirb und weiter geht's und. Ah! Ich bin heute auch etwas geladen, falls ihr es nicht bemerkt habt. Wo wollte ich lang? Genau, rechts ist der richtige Weg. Genau, ich weiß jetzt auch, wie ich den Energietank dort oben bekomme. Ich versuche mich mit den Bomben so hoch zu bomben, genau, dass ich dort oben lande.
Ja, und weiter geht's. Den ignorieren wir mal. Übrigens, wir haben jetzt vier Energietränke. Und es geht nicht nur bis sechs Energietränke, es geht leider, leider auch noch weiter. Okay, eigentlich ist es im Endeffekt ganz gut. Zwei Reihen kann man maximal füllen. So, und immer weiter. Es geht immer weiter nach oben. Wo lang? Ja, hier unten. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, oben links, da wo Taujan steht, ist jetzt eine Flamme aufgetaucht. Die wird später noch wichtig werden. So, ich habe auch leider nicht so lange Zeit, weil es kommt gerade Simpsons in den Fernsehen und ich muss Simpsons gucken. Oh, und runter, runter, wobei ich den meisten Schaden erhalte. Oder doch nicht. Weiter geht's. Kein riesiger Wurm hier. Und das ist gut. Und durch. So. Nebenbei sehe ich auch ein bisschen Dr. House. Erste Staffel, Folge. Sie. Irgendeine Folge mit Bogler. Falls jemand Dr. House von euch kennt. Man kann es auch nicht als selbstverständlich ansehen. Krateria. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht, oder? Da. Also, ich war. Das Ende kommt hier schneller als erwartet, wirklich. Das Ende kommt sowas von schnell, das hat man gar nicht auf dem Schirm, so schnell ist das da. So, hier geht's runter. Au, 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 au. Ich kann tausendmal gegenlaufen und trotzdem werde ich da nicht rankommen. Na! Ah! Stirb. So, ich weiß jetzt auch, wie ich hier oben. Oh, an den. Ah, oh, noch einmal. So, ich weiß jetzt, wie ich hier oben an den Meißeltank komme. Genau so! Und weiter.